Hallo Freunde der Spiegeltour und willkommen zurück bei Dead in Daylight. Nein, Dead in Wineland. Ach verdammt scheiße nochmal hier. Entschuldigung. Übrigens, ich werde gerade wach. Es ist nämlich der gute Morgenruf und nicht der gute Abendruf jetzt, der spielt. So, Tag kann ich beenden, oder? Habe ich noch irgendwas großartig zu tun vorher? Denke nicht. Alle erfreuen sich bester Gesundheit. Zisse kommt schwer verletzt zurück ins Lager. Alle kommen, um ihm dabei zu helfen, ins Lazarett zu hinken. Warum? Er verliert das Bewusstsein. Während er ohnmächtig ist, kümmert sich Moira um seine Wunden. Moira. Ich bin hier, du Narr. Was hast du diesmal angestellt? Sind wir alleine? Ja, warum? Dann lass mich bitte sagen, was ich zu sagen habe, ohne mich zu unterbrechen. Hä? Ich war auf der Suche nach ein paar Handlangern von Björn, alleine, damit ich verletzt werde. Es war meine einzige Chance, Zeit allein mit dir zu bekommen und den Mut aufzubringen, zu sagen, was ich jetzt sagen werde. Moira, ich liebe dich von ganzem Herzen, seitdem ich dich das erste Mal gesehen habe. Ich weiß, dass Liebe durch Taten und nicht durch Worte gezeigt werden muss. Also verspreche ich dir, wenn du mir erlaubst, dich zu lieben, ich werde jeden Tag mein Bestes geben, dich glücklich zu machen und dich zum Lächeln zu bringen. Wenn ich dieses schöne Lächeln auf deinem Gesicht sehe, nur dann fühle ich mich lebendig. Ich fühle Wärme in meinem Herzen. Ich könnte alles tun, nur um dich jeden Tag lächeln zu sehen. In meiner Heimat sagt man, man sollte nie eine Frau heiraten, die größere Füße als man selbst hat. Aber ich bin sicher, dass es keine Redensart dafür gibt, eine Frau nicht zu heiraten, die ein größeres Herz hat. Ich bin jetzt fertig. Haha. Sag etwas oder ich werde jetzt gleich sterben. Zisse, du dummer alter Narr. Du hättest nicht verbluten müssen, um mir das zu sagen. Ich könnte dich aus Wut treten, wo es weh tut. Mit diesen Worten beugt sich Moira über Zisses Bett und drückt ihm einen zärtlichen Kuss auf die Lippen. Jetzt gib's Sex. Naja. Jetzt überlebst du mal lieber deine Wunden, oder ich werde kommen und dich in Hehl holen. Wenn ich muss. Für eine Insel gibt's ganz schön viel Liebe. Also, ich denke eh, dass nach einer Zeit, wenn Leute auf einer Insel gefangen sind und eine relativ geringe Auswahl an Genpool da ist, auch die heißeste Schnecke mit dem hässlichsten Typ was anfängt. Obwohl das wie in der wahren Welt, der hat dann halt die meisten Muscheln gesammelt oder was auch immer. Oder das schönste Haus gebaut. Und dann kriegt er halt die Rich Bitch. Aber ist ja egal, am Ende weiß man eh nicht, von wem das Kind ist. Auf der Insel kannst du auch keinen DNA-Test machen. Obwohl Zisse kann sich sicher sein, wenn das Kind nicht schwarz wird, wird es wahrscheinlich nicht von ihm sein. Ist das rassistisch? Nein. Weil ich die Kinder von Zisse und Moira auf ihre Hautfarbe reduziere. Jedenfalls so lange, bis sie auch Ärzte werden. Ach ja, 10 Uhr morgens und es ist übrigens gefühlt schon 8000 Grad warm hier. Boah, Entschuldigung, wenn ich mal gehen, aber ich bin einfach todmüde.
Gestern ist ein bisschen länger geworden mit dem... Wie heißt es? Mit Dauntless. Du produzierst einmal Pfeile, danach können wir anfangen, Flaschen zu produzieren für unseren Tribut, die 30 Bier. Ja, gehst du mal rüber. So, auf Krankheiten heilen, alles gut. Du kümmerst dich weiter um die Tiere. Bisschen Brauchwasser loswerden, damit wir Neues auffüllen können. Und du gehst einmal jagen. Hoffen wir mal, dass die Tierheilung jetzt so gut läuft, dass mir die alten Tiere nicht sterben. Oh, hat die einen Hautausschlag bekommen? Wie hoch war die Chance? 2. Unter 10% bestimmt. Boah, 2 Berserker. Und wir starten alle in einer Reihe. Haben die Berserker nur 12 Leben. Ja, sehr schön. Debuff hat funktioniert. Dann geh du mal nach vorne einen Schritt. Mach mal die undurchdringliche Wand. Und warten eine Runde. Im Moment Fieber. Ja, das war klar. Jetzt trifft er alle drei. Oder auch nicht. Gott sei Dank. Den Pfeilregen jetzt. So. Du schützt deinen Männer. Ich habe übrigens immer noch den Berserker an, weil der Berserker leichter zu treffen ist als die Schildmaid.
Mein Kaffee ist schon leer. Wir sind gerade mal 10 Minuten aufgenommen worden. Wie soll ich jetzt die letzten 20 Minuten überleben? Oh, Kaffee. Oh, jetzt wird der wieder so einen großen Hieb machen. Sehr schön. Und die hat eine hohe Treffsicherheit. Sehr schön. Schütze dich mal selbst. Hm. 90% Trefferchance, sie verfehlt. Da fällt dir einfach nichts mehr zu ein. Na, ihn nicht töten. Scheiße. So länger ich das Spiel spiele, umso eher denke ich, dass ich wieder XCOM spielen muss. Verfehlt. So nicht, mein Freund. Boah. Das ist einfach so ein Tier, was einfach keinen Schaden macht. Seine Buffangriffe machen auch nichts. Ja, das war klar. Darf er gleich ins Lazarett rein. Sie ist alle tot, die hätten Schaden machen können.
man mehr Schaden macht bei der durch. Und tot. Juhu! Gebrochener Arm. Obwohl... Aber ja, den Verband. Mama, Papa, alle. Ich habe ein Überfallkommando im Wald gesehen. Sie haben es auf uns abgesehen. Hä? Björns Rache. Wir haben ihn verärgert. Schon wieder. Sie sind hier. Zu den Waffen. Naja, du hast ja im Moment Fieber. Ja, den kann ich vergessen mit dem gebrochenen Arm jetzt. Aber ich muss die nehmen. Ich habe keine Alternative. Warum muss Moira vorne stehen? Da denkst du doch schon, what the fuck, Spiel? Was ist dein Problem? So, auf den Elite-Messerstecher. Mal ganz kurz gucken. Ja, zieh dich zurück. Wir verstärken euch. Ha, du kriegst nicht mal einen Debuff rein. Ach du Scheiße. Ey, wollt ihr mich verarschen? Ja, ich mache natürlich einen Schaden. Immerhin. Sehr schön. Der eine ist nämlich gestorben dabei. Das war mir jetzt wichtig. So, du schützt dich selbst. Und ich hoffe, wir können den Schützen nach vorne holen.
Tja, hat sich ja gelohnt, den nach vorne zu holen. Verpassen wir halt den uralten Fluch, den du widerstehst. Tja, das gibt eine ordentliche Verletzung. Knut macht wieder alle platt. Boah, 11 Schaden. Moira ist echt eine Hexe einfach. Neue Runde, neues Glück. Lieber einen sicheren Angriff und dann sind mich tot. Noch ein Verband? Nö. So, aber den gebrochenen Finger fixen. Muss eigentlich nicht sein, oder? Ach, eine Angelstelle. Das machen wir morgen. Dann sparen wir uns nämlich, jagen zu gehen. Und da fällt mir ein, wir können doch jetzt hier diese Spezialgerichte machen. Jedenfalls bis kein Obst mehr da ist. So, stell eine Flasche erstmal her. Minus 25% einen Kampf auszulösen beim Erkunden. Heilung für 2 Charaktere. Die Dirkhammer kann mich mal. Gesundheit verschlimmert sich 25% langsamer, wenn alt. So, Knut hat zwar gerade gekämpft, aber er kann ruhig rüber. Was macht Moira? Ach, Moira hockt ja hier im Moment. Nicht auf Krankheit, sondern auf Wunden, bitte. Du hast doch eine gebrochene Rippe, wenn ich mich gerade recht entsinne.
Gut, da haben wir die Blutung weg. Gebrochenen Arm müssen wir morgen heilen. Mein Gott, war es laut. Lass die Tiere mal in Ruhe und pflüg mal eben das Feld. Dann heile mal deine Liebste. Schön. Der wird mutiger, weil Moira zu ihm gesagt hat, oh ja, heile mich, aber nicht nur da. Mess einmal Fieber bei mir. Ja, genau an der Stelle, da mag ich das. Leider geil. Verdammt. Warum habe ich mich geärgert? Weil ich Loki diese dämliche Speise nicht geben kann. Für Wissen. Der will nämlich diese dämliche... Ich habe das hier angepflanzt, um das Wissen-Ding zu kriegen nochmal. Jetzt bringt mir das, glaube ich, gar nichts. Wo ist er? Hier muss er sitzen. Ah, nee, das ist das Tor. Ach, komm. Eine Karte zurück. Hier war's. Ja. Er will wirklich nur die normalen gekochten Mahlzeiten. Sobald das eine zu gute Mahlzeit ist, nimmt er die nicht mehr. Ich hasse dich. Morgen kannst du anfangen, 5 Flaschen herzustellen, damit wir mal so ein Gefühl kriegen, wie lange der für sowas benötigt. Dann können wir die Ernte aussehen. Die Ernte aussehen. Das Feld bepflanzen mit Weizen. Prozent Wahrscheinlichkeit einer Begegnung. So, Kari kann schon wieder umgesetzt werden. Und weiter geht's dann beim nächsten Mal, wenn es wieder ist, Let's Play Dead in Wineland mit unserer inzwischen echt guten Truppe. Bis dahin, tschöle, euer Imperator.